Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und frohe Ostern. Und ich habe das zum Anlass genommen, um mal wieder etwas unter euch zu verlosen. Und zwar habe ich hier ein ganz, ganz tolles Paket und diesen Inhalt möchte ich euch zeigen, denn diesen Inhalt verlose ich an euch. Und zwar Herzstück dieses ganzen Paketes ist folgendes Kinderbuch. Geliebtes Herzenskind von Bianca Batanas. Und geliebtes Herzenskind, in diesem Buch geht es um den kleinen Panda-Bären Paul. Wie wäre es, wenn dein Kind voller Selbstliebe groß wird und sich annimmt, wie es ist? Der kleine Panda Paul lernt, dass er die beste Version seiner selbst ist. Er hat als einziger Panda-Bär ein rotes Herz im Gesicht. Seine Mutter nennt ihn daher liebevoll kleines Herzenskind. Eigentlich mag er sich genau so, wie er ist. Dennoch wäre er am liebsten so wie alle anderen. Gemeinsam mit seinen Freunden lernt Paul, dass jeder auf seine Weise einzigartig ist. Ich bin perfekt, ich bin dankbar, ich bin meine Lieblingsfarbe, ich vertraue mir, ich darf Fehler machen. Diese positiven Glaubenssätze werden in 5 kleinen Geschichten beschrieben und durch Paul erlebbar gemacht. Und ich habe das Buch natürlich auch mit meinen Kindern gelesen und es ist wundervoll, so schön und kraftvoll und so geschrieben, dass das für Kinder absolut logisch und begreifbar ist. Und für uns Erwachsenen ist das Schöne, wir können da ganz viele tolle Tipps und auch Tipps für Rituale, die wir mit unseren Kindern integrieren können, aus diesen Geschichten herausziehen, um diese Geschichten dann in den Alltag mit unseren Kindern zu integrieren. Und das, was hier die Mama von Paul mit ihm macht, dass wir das dann zu Hause mit unseren Kindern genauso oder auf ähnliche Weise weiterführen können. Das ist also auch wunderschön, um die Geschichte als Einleitung zu lesen, um dann ein neues Ritual in der Familie einzuführen. Also ich habe mir da auch einige Sachen mit herausgepickt, die ich gerne übernehmen möchte, sowohl in meiner Arbeit als auch in unserem Alltag hier zu Hause. Es ist also ein wunderschönes, wertvolles Buch, was ich jeder Mama und jedem Kind ans Herz legen möchte. Und in diesem Paket ist nicht nur dieses wunderschöne Buch, sondern hier drin ist noch etwas. Und was könnte sich denn hier drin befinden? Ich möchte es eigentlich gar nicht auspacken, aber natürlich möchte ich es euch zeigen. Deswegen bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig beim Auspacken, damit ich das genauso schön dann wieder verpacken kann, um es dann an euch schicken zu können. Und zwar ist in diesem tollen roten Papier so, pass auf. Plüschfigur von Paul. Das ist so schön, weil es dafür für die Kinder einfach noch realer im Alltag wird, wenn man den dann da sitzen hat und ihn auch so ein bisschen als Anker nutzt. Also sowohl für sich dran zu denken, ah, da war ein neues Ritual, dem muss ich noch nachgehen. Oder ah, ich wollte doch die Kinder fragen, was sie heute für Gefühle den Tag über hatten. Oder auch für die Kinder, Mama, wir haben da ein neues Ritual, denk da dran. Diese Verknüpfung fände ich super schön. Und das verlose ich an euch. Das Buch Geliebtes Herzenskind mit dem Panda Paul als Kuscheltier. Und ihr müsst gar nicht viel dafür tun. Natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr meinen Kanal und meine Videos empfehlt. Aber um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einen lieben, netten Kommentar schreiben. Vielleicht, warum ihr meinen Kanal und meine Videos so gerne mögt. Das wäre ganz, ganz toll. Und um ein zweites Los zu bekommen und mit einem zweiten Los in den Lostopf zu kommen, gibt es auch einen Instagram-Beitrag, bei dem ihr auch nochmal teilnehmen könnt und ein weiteres Los für das Gewinnspiel quasi da erhaltet. Mein Instagram-Account findet ihr wie immer unter den Videos in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel
und verlinke euch aber auf jeden Fall das Buch unten in der Infobox. Also für alle, die es nicht gewinnen sollten, schaut es euch wirklich mal an. Es ist ganz, 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 ganz toll. Lest euch auch die Rezensionen zum Buch durch. Die werden bestätigen, was ich hier gesagt habe. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr Freude habt an diesem Gewinnspiel. Wünsche euch frohe Ostern, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!